Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Hallo, ja, heute soll es um drei typische Aussprachefehler auf der Lautebene, auf der Phonemebene gehen, die auch fortgeschrittene Lerner noch machen. Also es soll nicht um sowas gehen wie, man spricht Chemise als Chemis aus oder Chemise oder ähnliches, um diese fehlerhaften Grapheme-Phonem-Korrespondenzen, die viele Anfänger machen, sondern es soll wirklich um die Fehler gehen, die auch bei Fortgeschrittenen noch bestehen bleiben, die sich aber eigentlich mit unserem Aussprachekurs hier auch leicht beheben lassen. Also was sind die drei häufigsten Fehler? Fehlende Spannung und Rundung, zum Beispiel beim I oder beim O, man sieht das auch in den Lippen, die Auslautverhärtung, dass man zum Beispiel Abitüt sagt statt Habitude und die Behauchung, dass man also Konsonanten behaucht, zum Beispiel P statt Ö. Diesen Dingen werden wir uns jetzt etwas näher zuwenden, und zwar zunächst mit einem Beispieltext, der einmal mit deutscher Aussprache verlesen wird von mir, dann einmal mit nativnahem Standardakzent und dann mit einem südfranzösischen Akzent. Und dann komme ich näher auf die Aussprachefehler zu sprechen. Après dans la vie, on a plein de moments où ça va mal. Ça peut être un rhume. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin. On peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui vous fait du... Bien. Schauen wir uns also nochmal an, wo sich hier die Hauptaussprachefehler befanden. Wir haben einmal die zu geringe Spannung bei wie. Dann haben wir die Behauchung bei pö. Und dann haben wir die Auslautverhärtung bei Abitüt. Auch noch mit einer Behauchung meist dabei. Jetzt kommen die Aufnahmen mit der korrekten französischen Aussprache. Après dans la vie, on a plein de moments où ça va mal, ça peut être un rhume, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui vous fait du bien. Après dans la vie, on a plein de moments où ça va mal, ça peut être un rhume, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui vous fait du bien. Après, dans la vie, on a plein de moments où ça va mal, ça peut être un rhume, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui vous fait du bien. Après, dans la vie, on a plein de moments où ça va mal, ça peut être un rhume, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui vous fait du bien. Ja, wie an den Beispielen zu sehen war, fehlt häufig bei Deutschen eine gewisse Spannung und Rundung, insbesondere bei den französischen Vokalen. Schauen wir uns zunächst mal den Vokal I an, der kurz und gespannt gesprochen werden muss. Die Lippen müssen gestreckt werden. Man kann sich vorstellen, man ist ein Schauspieler und man will auch noch die Zuschauer in der letzten Reihe erreichen und streckt die Lippen und spricht überdeutlich und sagt dann zum Beispiel statt Deutsch Vieh, ja, sprechen wir etwas deutlicher, Vieh, jetzt nehmen wir natürlich das sonore V, wie, 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 la vie, la vie, la vie, la vie. Und schon haben wir die richtige Aussprache. Entsprechend auch la file, la file, aber im Deutschen viel. Also gar keine Spannung oder Streckung der Lippen, viel. Ja, und wir hier haben la file, la file. Bei den Vokalen ü, u, o gilt es, die Lippen stärker zu runden.
Das sieht man, glaube ich, auch bei meiner Aussprache jetzt. Ü, U, O. Also eine wesentlich stärkere Rundung. Zusätzlich kann man sich noch den Unterschied zum deutschen Ü, wo nicht so stark gerundet wird, und zum deutschen U klar machen, indem man pfeift. Wenn man also zum Beispiel den U-Laut produzieren will, pfeift man zunächst tief und spricht dann U, U. Das ist der französische U-Laut. Will man den Ü-Laut produzieren, pfeift man hoch. Und danach kann man dann anfangen, Wörter zu sprechen mit großer Spannung wie Lü, Tü, Lü, Tü. Oder auch Lulu, Lu, Lu, Mu, Mu, Mu. Oder auch Sohn, Sohn, Sohn. Im Deutschen Sohn. Französisch Sohn. So viel also zur fehlenden Spannung und Rundung, die es auch noch bei anderen Phänomenen gibt. Aber das als kurze Einführung, immer an die Spannung denken, immer an die Rundung bei bestimmten Vokalen denken. Kommen wir zur Auslautverhärtung. Ein weiteres häufiges Phänomen, was Deutsche auch in ihrer englischen Aussprache häufig aufweisen. Denn im Deutschen haben wir bei einem Endkonsonanten, zum Beispiel egal, ob es sich um T oder D handelt, immer den stimmlosen Konsonanten. Also wir haben Rat und Rat, das Fahrrad zum Beispiel, der Stadtrat. Beides wird am Ende mit T gesprochen, also mit einem stimmlosen Konsonanten. Im Französischen dagegen haben wir den Unterschied im Auslaut zwischen dem stimmlosen Konsonanten T, nicht behaucht, und dem stimmhaften Konsonanten D. Das heißt, wir haben den Unterschied zwischen Remède, 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 Remède. Dazu kommt noch die sogenannte Détente. Man kehrt wieder in die ursprüngliche entspannte Artikulationshaltung zurück. Das heißt, wenn ihr mal kurz meine Lippen beobachtet, Remède, ja, wenn man das Video jetzt anhalten würde und zerlegen würde, würde man merken, meine Lippen kehren sofort wieder in eine entspannte Haltung zurück. Das ist die sogenannte Détente. Remède. Das entspricht nicht dem deutschen Schwa-Laut. Also ich sage nicht Remède, was durchaus im Südfranzösischen bei manchen Sprechern vorkommt, aber im Standardfranzösischen nicht korrekt wäre, sondern ich habe ein Détente, eine entspannte Haltung sofort nach Aussprache des Endkonsonanten hier. Entsprechend auch zum Beispiel bei vif, vive, sofort wieder Entspannung. Also Auslautverhärtung plus Détente, ein weiteres häufiges Aussprachproblem bei Deutschen. Kommen wir zum letzten der drei Hauptprobleme, nämlich die Behauchung. Französische Konsonanten wie ptk werden nicht behaucht, im Deutschen werden sie behaucht. Also im Deutschen zum Beispiel beim Unentschieden, beim pat. Da wird stark behaucht, man kann die Hand vor den Mund halten und stellt fest, pf, pat, pat. Man bekommt einen starken Hauch. Wenn man Französisch b spricht, b, ist der Hauch wesentlich geringer oder praktisch gar nicht vorhanden. Also b, pat, pat. Oder auch bei dem K, das ohnehin anders gesprochen wird. Das habe ich im anderen Video zur Aussprache, im Einführungsvideo zur Aussprache schon erklärt. Ki, ka, ki, ka. Keine Behauchung, im Deutschen ka. Das wäre es nicht mehr Behauchung, ka. Besonders schwierig wird es jetzt natürlich, wenn mehrere Phänomene kombiniert werden und das muss man dann eben lange üben und deswegen stellen wir hier eben auch den Aussprachekurs von
Bier jetzt dazu zur Verfügung. Man kann es nicht durch reine Einsicht erreichen, sondern man muss es lange üben. Besonders schwierig sind also solche Wörter wie Tipp, weil da haben wir eine Kombination von einem nicht behauchten T mit einem sehr gespannten I-Laut, Lippenstreckung, dann wieder das nicht behauchte P und das muss noch, auch noch wieder entspannt werden mit der Détente. Also solche Wörter sind für Deutsche sehr, sehr schwierig. Tippe, tippe. Man sieht die Spannung, glaube ich. Ja, das war's heute schon für, das war's schon für heute. Es wird noch ein weiteres Video geben zu Hauptaussprachefehlern auf der Ebene der Lautkette, also der sogenannten suprasegmentalen Ebene. Tschüss, bis zum nächsten Mal.